Hallo Freunde, ich bin mal Gaming und in diesem Video mal etwas anderes als Minecraft. Ich spiele nämlich das neueste Spiel von Danny und zwar heißt das hier Jelly Drift, glaube ich. In diesem Spiel geht es einfach darum, ihr müsst eine Strecke abfahren mit einem Auto. Es ist halt alles sehr Danny-mäßig, werdet das gleich im Video nochmal sehen. Und ich würde sagen, ich drücke jetzt einfach mal auf Play. Ich habe das erst kurz gespielt, ich bin zwar schon Level 2, aber die Aufnahme vorhin hat nicht funktioniert, deswegen nehme ich das jetzt nochmal auf. Nachher einfach Race. Und nachdem die anderen Sachen noch nicht freigeschalten sind, müssen wir hier mal auf Next drücken. Oh, unser Auto können wir auch auswählen, wie es scheint. Ja, die sind halt alle noch nicht freigeschalten. Mit der Farbe. Ja, das Lied. Natürlich. Also sparen wir noch ein bisschen, in der nächsten Folge kaufe ich dann ganz sicher das Blaue. Also nehmen wir jetzt einfach mal das Graue, aus welchem Grund auch immer. Ich habe gehört, dass die Steuerung hier ziemlich schwer sein soll, aber... Oh, ja, man wird sehr schnell. Also man muss durchaus darauf achten, nicht die ganze Zeit W zu drücken. Die erste Runde werde ich jetzt, glaube ich, die ganze Zeit durchrennen lassen. Und das geht ja schon mal gut los. Und die Runden danach werde ich, glaube ich, im Zeitraffer abspielen und die guten Momente einblenden. Unser Ziel bei dem Rennen ist jetzt einfach nur das grüne Auto. Ich glaube, das ist ein von Danny gemachter Bot, zu überholen oder schneller im Ziel zu sein. Der ist jetzt schon ein bisschen weiter als wir und ich muss sagen, es ist extrem schwierig, macht aber dafür sehr Spaß. Ich weiß nicht, ob man das gemeinsam spielen kann, halte ich aber für eher unwahrscheinlich. Deswegen, ich werde es wahrscheinlich auch mit meinen Leuten zeigen und vielleicht doch mit ihnen aufnehmen, beziehungsweise mal schauen, wer wohin schneller kommt. So, das ist eine kleine Challenge. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann lasst gerne einen Kommentar da. Oder... Nein. Ich schaffe das jetzt darauf. Am Stein kann man leider nicht hochfahren. Hier kriegt man zwar eh so einen Boost, aber da war das Grüne einfach ein bisschen weg. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube zu wissen, dass da dann auch gleich das Ziel ist. Deswegen versuche ich hier ein bisschen abzukürzen. Ja, da vorne ist auch schon das Ziel. Und schaffen wir es. Wir waren sogar vor ihm im Ziel und ich bin etwas überrascht, das hat in der ersten Aufnahme nicht so gut funktioniert. Jetzt sind wir auch schon Level 3 und jetzt sollten wir eigentlich auch beim Rennen, jawohl, Funky Forest freigeschalten haben. Dann spiele ich auch noch schnell die Map, hoffe, dass alles gut geht und ja, beende das Video wahrscheinlich auch nach dem kurz. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie sowas anderes als Minecraft mal ist und ob euch das gefällt oder nicht, fängt ihr schon mal großartig an. Das liegt ihr so nur an euch, wenn ihr das weiter haben wollt, dann... Lasst ein Like da oder lasst es mich irgendwie wissen oder schreibt es in die Kommentare. Geht von mir aus auch. Großartig. Ich bin wie immer so begabt wie. Mir fällt kein Vergleich ein. Peinliche Stille. Gut, ich werde dann mal schweigen bis zum Ende der Runde. Ihr seht einen Zeitraffer, bis ich es einmal geschafft habe, gegen den Bot zu gewinnen, der wahrscheinlich jetzt schon 2 Ringe weiter ist. Und da haben wir das Auto doch noch reingeholt. Junge, wir könnten es schaffen. Aber, ach du Heilige. Wir fliegen. Ach. Gut, ja, und da ist der Gegner schon im Ziel. Gut, neue Runde, neues Glück. Wir versuchen es gleich nochmal. Diesmal etwas vorsichtiger. Und ein 360 in der Luft, das ist aber hier ein Subwert. Zwinker. Und dann müssen wir alles wieder verfahren. Also gut, ein Versuch noch. Thank you.
finde es halt extrem schade, dass man da nicht gegensteuern kann in der Luft. Runde Nummer 4 und mein letzter Versuch, dann gebe ich für heute auf und freue mich auf die nächste Folge. Mit einer extrem knappen Partie endet auch diese Runde. Ja, damit beende ich das Video, denke ich, auch an dieser Stelle. Später, also wenn ich das Video bearbeitet habe, werdet ihr auch nur die besten Highlights sehen. Ich kaufe jetzt direkt, bevor ich jetzt beende, die blaue Farbe für dieses Auto. Na, wo ist sie? Da. Kaufen. Hallo. Und jetzt kann ich das Video in Ruhe beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. My Gaming. Ciao.